Hallo miteinander zu einem weiteren Part von dem olympischen Eishockey-Turnier da. Ja, NHL 14 mit einem World-Turnier da im Rahmen von den Olympischen Spielen als Special tarnt auf meinem Kanal. Ja, noch einmal schnell die Tabelle zeigen jetzt am Anfang, wo die 19 aussagekräftig sind in unserer Gruppe, führt doch tatsächlich Kasachstan die Tabelle vor uns an. Und wir spielen jetzt gegen Kasachstan, also erst Spitzenspiel an dieser Stelle. In der anderen Gruppe, da sieht es eigentlich eher normal aus. Kanada und Russland vorne. Schweden, ja, haben verloren, haben vermutlich gegen Kanada oder Russland gespielt, gehe jetzt mal davon aus. Aber in unserer Gruppe sieht doch sehr, sehr speziell aus. Aber das liegt halt vor allem daran, weil Finnland und die USA gegeneinander unentschieden gespielt haben und selbst Tschechien gegen Slowakei gespielt. Und hat dort eher einen knappen Sieg geholt und Kasachstan hat sich hier deutlich gegen Lettland gewonnen. Lettland ist dann unser nächster Gegner morgen. Und nicht lang schwätzen, sondern direkt loslegen mit dem Spiel gegen Kasachstan. Auch gegen Kasachstan sind wir Favorit. Wir haben ja, würde ich jetzt mal sagen, mit Norwegen, Kasachstan und Lettland drei Gegner, wo wir besiegen müssen. Ganz klar. Drei Siege müssen hierher. Dann mit der Slowakei und so, würde ich jetzt mal sagen. Ja, vielleicht Tschechien liegt vielleicht auch noch ein bisschen in der Reichweite. Wobei eben ja, also Slowakei ist natürlich unser ärgster Gegner, wenn es darum geht, ins Viertelfinale zu kommen. Sofern es das Viertelfinale hat. Und Tschechien, Finnland und USA sind sicherlich die drei Teams, die am stärksten sein werden. Wollen wir vielleicht ein bisschen darauf hoffen, müssen, dass sie gegeneinander ein bisschen Punkte liegen lassen und wir dann vielleicht der ein oder andere Punkt auch dort noch abstauben können. Auf jeden Fall jetzt geht es mal gegen Kasachstan. Nach dem Auftaktsieg gegen Norwegen muss jetzt natürlich ein weiterer Sieg her. Auch da wieder Einleitung überspringen. Wir spielen natürlich in Weiß und Kasachen in ja, Himmelblau. Da gewinnt das erste Bulli. Gleich der Romy gewinnt es. Und der Brunner mit einem ersten Abschlussversuch. Backhand, aber am Goal vorbei. Dann schnappt sich da der Streit an den Böck. Kommt aber noch nicht dran her. Oh, der Böck fies von der Bande weggesprungen. Aber trotzdem die Schweizer relativ sicher im Böckbesitz. Und der Rüttemann probiert es einfach mal. Ja, warum auch nicht, wenn viel Verkehr vor dem Goal ist. Ja, auch der Abschluss ist nicht ungefährlich gewesen. Oh, guter Schuss vom Andropov. Ist das, glaube ich, der beste Kasach, den es hat. Und auch der ist besser als der beste Schweizer im Game. Also zumindest, ja, und schon wieder. Und das Goal, das fliegt damals dagegen. Also ja, das ist schon nicht so ganz realistisch gemacht. Also ja, in der Offensive ist die Schweiz im Game innen ganz, ganz schwach besetzt. Lamia Brunner eigentlich der Einzige, der so einigermaßen noch rausragt. Aber Gott, das gilt grundsätzlich natürlich auch für Kasachen. Auch bei denen ragt nur ein Spieler raus. Aber gesamthaft gesehen ist dann bei der Schweiz schon 20 Sekunden. Oh, aber jetzt wird hier einfach mal der Fluss vergessen und schon heisst es 1 zu 0 für die Schweiz. Fluss mit seinem zweiten Turniergoal. Moser und Wick mit den Assists. Dann schauen das noch an, da setzt er sich durch und dann greift dann einfach keinen an und dann zieht er einfach mal vor das Goal und ich weiß nicht, wer der kasachische Goalie heisst, aber der hat da natürlich keine Chance aus dieser Distanz, wenn er also von Martin Plüss umgespielt wird. 1 zu 0 für die Schweiz, der Favorit führt bereits wieder. Oh, schön da vom Bieber dazwischen gegangen und dann auch der Jack sauber fertig gemacht. Und deshalb, ja, da Verteidiger geht auf den Spieler und der Bieber kann es mit durchziehen. Vezina. Josi. MVP von WM. Spielt dann einfach mal in das Slot rein, aber dort ist keiner, der den Puck annehmen könnte. Oh, schön vom Besina da dazwischen gestochert. Und dann wäre er eigentlich lanciert worden, aber er selber als Verteidiger hat nicht mit dem Angriff gerechnet.
Da sehen wir nochmal die Chance vom Bieber, weil der Verteidiger hat einfach lieber am Ambühl reingeht. Da sehen wir, ja, mit dem Stock, ah nein, Niederreiter ist jetzt. Mit dem Stock hätte er da irgendwie den Bieber attackieren. Das hätte dann auch 2 Minuten gehen können. Gegen den Kasach. Und jetzt der Niederreiter. Mit einer Pirouette, aber verliert der Böck dabei. Ja, der Josi lässt da gar nichts anbrennen, auch wenn es mit Glück dabei war. Der Niederreiter wieder mit dem Böck. Niederreiter mit Platz. Niederreiter will den Pass in Mitte spielen, aber ein Verteidiger dazwischen und der Böck ist schlussendlich beim Goalie unter Kontrolle und deshalb Bulli vor dem Goal von der Kasachen. Ja, bisher ist von der Kasachen noch nicht allzu viel gekommen, da sind Norweger schon einiges stärker gewesen. Wow, der Romy mit einem coolen Move vor dem Goal, aber schlussendlich ungefährlich. Aber natürlich, keine Sache darf man auch nicht unterschätzen, auch wenn man hier 1-0 führt und sie bisher noch nicht viel gezeigt haben. Ja, Böck verloren vom Romy, wo er auch mal so eine Pirouette probiert hat. Die Pirouette werden noch einige Mal von mir gesehen, nicht weil ich die besonders cool finde oder weil ich besonders damit angehen möchte. Sondern weil dort früher eine Links-Rechts-Täuschung war und jetzt ist es einfach eine Pirouette mit der Tastenkombination. Und ich bin mir halt immer noch die Links-Rechts-Kombination gewohnt und halt nicht die Pirouette. Aber ab und zu kommt sie auch mit der Pirouette, ja. Kommt ja mit der Pirouette vorbei. Aber jetzt nicht die zweimal, wo sie jetzt gekommen ist. Und eben, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Ja, 1-0 am ersten Drittel. Dank dem Goal von Plus, der da sofort reagiert hat, wo sich im Chance geboten hat und einfach mal vor das Goal gezogen hat. Die meisten Bullies gewonnen bisher. Auch der Romy hat, glaube ich, Suftag Bulli gewonnen gehabt und auch das gewinnt er jetzt wieder. Ja, jetzt gilt es da, das mal nicht im zweiten Drittel einzubrechen wegen Norweger. Aber der Anfang sieht schon mal gut aus. Ja, Lattenschuss vom Spieser. Einfach mal so ein heiter hellem Himmel. Ja, der Pass kommt leider nicht an, aber auch der Pass war risikobehaftet von der Kasache. Ist aber doch angekommen. Ja, aber wirklich gefährlich ist das noch nicht, was da Kasache zeigen. Und der Romy wieder im Böck. Sitz, Romy bremst ab. Oh, und dann wird er vom Böck getrennt. Aber holt sich der Böck selber wieder. Sehr gut gemacht vom Romy. Spielt er zurück auf den Diaz. Der kommt mit Glück an einer, zwei Spieler vorbei und trifft! 2-0, Rafael Diaz. Kommt zuerst mit Glück an einer, zwei Spieler vorbei, leitet sich dann der Böck selber auf und drückt einfach mal ab. 2-0. So, schauen wir das nochmal an, da. Leitet er sich irgendwie selber auf. Und der Goalie rechnet nicht mit dem Schuss. Ja, das Sichtfeld ist eigentlich frei gewesen. Aber auch wunderschön abgeschlossen vom Rafael Diaz. 2-0 für die Schweiz. Und bei der bisherigen Defensivleistung in dem Spiel, denke ich, ist das schon mehr als die Halbmiete. Aber eben keine Sachen können auch plötzlich wieder kommen. Ich meine, irgendwie haben die auch den Auftaktmatch müssen gewinnen. Ja, und da sehen wir es schon. Plötzlich einer frei vor dem Goalie. Weil die Zusteilung nicht passt hat. Und schon wieder ein Abschluss. Ja, jetzt. Und dann auch noch so einen Fehler, weil ich einfach das Spiel immer wieder zu schnell machen will. Kein Bullis spielen möchte. Niederreiter. Oh, Pass wäre für den Bieber, denke ich wieder. Und dann gehen die Schweizer ein bisschen in einem falschen Moment wechseln, aber auch keine Sache, glaube ich, am Wechseln. Zumindest war auch keine Sache rum, um aus dem Wechsel Kapital zu schlagen. Und die Schweizer wieder relativ sicher. Jetzt sind Böck sitzt da mit dem Josi. Josi hat Platz. Josi, immer noch der Josi. Goal! Plus 3-0. Josi mit dem Pass in die Mitte und der Plus wird zum Doppeltorschütz in dem Spiel. Ja, so schnell kann es gehen. Da sehen wir, Josi wird nicht attackiert, spielt den Böck über und der Plus. Das ist eigentlich quasi fast ein Konter-Goal gewesen, ohne Konter.
weil einfach keine Sachen zu langsam in der Retourbewegung gewesen sind. Vielleicht nicht damit gerechnet haben, dass der Josi da der Verteidiger einfach mal durchzieht. Aber genau deshalb ist er ja auch MVP geworden. Ich meine, recht ähnlich hat er ja auch an der WM mal für Akzent gesetzt. Ja, und jetzt gibt es das Offside da. Der Streit. Hat er nicht gesehen, ob der Brunnen schon in der Zone drin war. Nach 5 Minuten im zweiten Drittel. Bulli in der neutralen Zone. Wird gewonnen. Und der Streit wieder mit dem Böck. Streit macht zum Josi noch. Böck kommt dann irgendwie zum Spieser und ein Kasach bricht den Stock in zwei. Das ist jetzt Überzahl-Situation für die Schweizer in der Zone drin, was Data Stock betrifft. Und da ist genau jetzt auch der Spieler gewesen, der keinen Stock hat und der Romy nützt das zum 4:0 aus. Ja, ein bisschen Pech jetzt da für Kasachstan. Streit und Brunner mit den Assist. Kevin Romy, da sehen wir, da ist der Spieler ohne Stock und der Josi, der Romy, fährt da einfach mal an ihm vorbei. Und recht ähnlich wie schon der Martin Plüss das 1:0 geschossen hat, macht jetzt da der Romy also das 4:0. Ja. Und der Match ist definitiv gegessen. Der Match ist im Trockenen. Zweiter Sieg im zweiten Spiel. Das wage ich jetzt einmal schon mal zu behaupten, dass das mir niemand mehr wegnimmt da, weil so schwach wie die Kasachen bisher gespielt sind, müssen Kasachen jetzt mehr noch Angst haben, dass es noch ein Klatschi werden könnte, anstatt dass sie sich da jetzt noch ums Aufholen Gedanken machen könnten in dem letzten Drittel. Ein, zwei Fehler, jetzt sicher der Plus bisher, natürlich sensationell. Ja, und jetzt gibt es noch einen Offside, weil er da an der blauen Linie rausholt. Ja, machen wir da schnell weiter, dass da das Drittel ein Ende findet. Das Spiel da nicht noch unnötig in die Länge rauszögern möchten. Bulli gewonnen, aber Pause ist da. 4:0 und damit als 3:0 gewinnt die Schweiz das Mitteldrittel. Klar und deutlich, und dann ist auch noch der Lattenschuss vom Spieser gewesen. Dann da der Treffer vom Diaz zum 2:0. Die Performance-Leistung da vom Josi mit dem Pass zum Plus und dann da der Romy, wo das Pech von der Kasachen ausnützt, dass der Stock gebrochen ist, zum 4:0. Deutliche Angelegenheit also in dem zweiten Spiel. Nach dem 4:1-Sieg gegen Norwegen jetzt also auch 4 Treffer bereits gegen Kasachen erzielt. Gegen Kasachen hat man eigentlich nur 2 Drittel dafür gebraucht und auch nicht einen Schuss ins leere Goal. Also gesamthaft gesehen die bessere Leistung von der Schweiz. Und dann wird dem Streit viel Platz gönnt. Aber der Goalie mit einer Parade. Und jetzt der Gegenzug von der Kasachen, aber der dritte Mann sichert hinten ab für den Streit. Gute Mannschaftsleistung. Einmal mehr. Die Schweizer haben das Ganze wirklich im Griff da. Aber wenn jetzt Kasachen natürlich. Ja, jetzt kommen die Kasachen da zum Goal. Der Antropov macht es 1:4. Ist da im Slot ein bisschen vergessen gegangen. Ja, der Kommentator fragt auch gerade, wo die Verteidigung ist. Und das kann ich eigentlich nur unterschreiben. Ich kann nicht mehr als einen Spieler steuern und der Rest. Ist irgendwie so da jetzt einfach mal umgehörnert und dann Hiller auch noch mit der Fehlentscheidung, da machen wir im Stock reinstochert, aber nicht schnell genug. Am Böck ist der Andropov mit seinem zweiten Turniergoal zum 1:4, aber ich bleibe bei meiner Meinung, die ich vorher hatte, das Spiel ist entschieden. So viel kann da gar nicht schief gehen. Doppeltorschütze jetzt im Böckbesitz. Und dann wird wieder viel Platz gehen, aber kommt dann nicht am letzten Verteidiger vorbei. Ja, aber da setzt sich jetzt einer wieder sauber durch. Und Schatz 2:4. Was ist jetzt los? Also, wohl doch schon zu siegessicher gewesen. Lopatin, auch schon mit seinem zweiten Turniergoal. Da, ja, Gott, ist ein bisschen Glück dabei, dass er da nochmal am Böck kommt, aber
Wenn man 4-0 führt, sollte man eigentlich so Situationen nicht mehr zulassen, weil jetzt 2 zu 4. Das ist doch noch relativ lang zum Spielen. Geht da etwa doch nochmal was für Kasachstan? Schweizer zu siegessicher. Die Kasachen spielen jetzt aber auch wie ausgewechselt. Bin dann auch gespannt in der Schussstatistik, wie sich das widerspiegelt. Ja, und dann wird da der Ambühl auch noch ausgetanzt. Vom Kasach. Und dann vergisst der Josi den Böck. Aber zum Glück Kasach nicht mit dem direkten Abschluss. Bieber jetzt mit dem Böck. Ambühl. Die Schweizer können sich mal lösen. Und der Niederreiter trifft nur den Pfosten. Schade, das wäre jetzt gerade die richtige Antwort gewesen. Bieber schiesst am Goal vorbei, aber es ist natürlich gut in der offensiven Zone, sich ein bisschen festsetzen. Und nochmal ein Abschluss. Und der Niederreiter hat Platz. Aber der Goalie jetzt auch sicher scheinbar. Aber es ist natürlich gut in der offensiven Zone. Kann nicht viel schief gehen. Und der Niederreiter hat ja vorher auch fast 5 zu 2 erzielen können. So ein kurzer Hänger von der Schweizer Nationalmannschaft da. Streit. Und wieder eine Parade vom Goalie. Und nochmal ein Abschluss. Und das ist 5 zu 2. Das ist jetzt aber die definitive Entscheidung. Der Rüttemann reagiert am schnellsten auf den Abpraller. Und erzielt 5 Minuten vor Schluss. 5 zu 2. Das ist jetzt aber wirklich dann etwa gewesen, würde ich sagen. Da reagiert der Fahrt dazwischen und Backhand versenkt er den Böck zum 5 zu 2. Ich glaube unter dem Schoner vom Goalie durch. Nein, am Schoner vorbei sogar. Ja, kurzzeitig ist es nochmal spannend geworden in dem Spiel, aber schlussendlich dann mehr oder weniger doch souverän, weil eigentlich seit dem Gegentreffen hat er wieder nur noch die Schweiz gespielt. Und wieder ein guter Abschluss von der Schweizer. Und jetzt nochmal keine Sache. Ja, der Böck ist zum Stadion, nicht zum Stadion aus, aber zum Spielfeld ausgeflogen in Zuschauerring. Und weil kein Schweizer da ist, der Bulli in der neutralen Zone. Und nur noch 3 Minuten sind spielen. Romy. Auf den Brunner. Ja, der will nochmal zur Mitte passen, dann ist er selber einen Abschluss zu suchen. Ja, und das war abseits gewesen vom Kubisov. Andropov ist, glaube ich, wirklich noch der bekannteste Name in dem Team. Er hat schon mal bei Toronto gespielt, weiß nicht, ob er immer noch dort spielt. Hat in letzter Zeit die NHL nicht mehr so verfolgt. Und der Plus fängt den Böck ab. Bedient der Moser. Und der Moser auf den Weg zum 6 zu 2. 60. Minute. Also auch der Roman Wick hat jetzt sein zweites Turniergoal erzielt. Da sehen wir es nochmal schön vom Moser. Lanciert. Ja, und keine Sache, stehen nur dabei. Deckend der Wick nicht. Und damit werden die 4 Goal Abstand jetzt doch wieder hergestellt. Damit schaffen wir es auch noch das letzte Drittel ausgleichen. Beenden. Oh, Spisa ist nochmal durch. Oh, fast noch 7-2 durch den Romy. Oh, Brunner wäre auch fast noch zum Abschluss gekommen hier. Goalie hat aber gut reagiert. Ja, jetzt schwimmt aber Kasachstan hinten drin wieder gewaltig. Brunner mit aggressivem Vorchecking. Und der Streit hat der Böck jetzt. Und der Brunner nochmal. Kommt nochmal ein Abschluss von der Schweizer. Brunner. Nein, möchte zur Mitte passen, aber wird abgedrängt. Dann doch noch ein Abschluss vom Romy und jetzt ist das Spiel zu Ende. 6 zu 2 gewinnt die Schweiz, also das zweite Spiel von dem Turnier. Alles klar, würde ich sagen. 2 Matches, 2 Siege. Jetzt noch gegen Lettland gewinnen im morgigen Spiel und dann sieht es schon mal
gut aus, was Kampf um Viertelfinal betrifft. Ich glaube, die entscheidenden Matches, die kommen dann natürlich nachher, wo es dann wirklich um etwas geht. Aber man muss natürlich auch gegen die Kleinen, oder vermeintlich Kleinen, alles gewinnen, damit man wirklich konkurrenzfähig bleibt. Und wer weiß, vielleicht sogar, wenn ein Größerer gegen einen Kleineren stolpert, kann das zum Vorteil werden. Ja, das Goal ist wunderschön rausgespielt hier. Vom Plus ist das gewesen. Das ist, glaube ich, der dritte Treffer gewesen, wenn ich mich nicht irre. Oh, jetzt habe ich da schon eins zu weit gedrückt. Dabei könnten wir da, ich glaube, vorher auch direkt da rein. Ja, da sehen wir es nochmal. Jawohl, das ist das dritte Goal gewesen vom Plus. Auch das dritte Goal in dem Spiel. Ja, relativ eine deutliche Angelegenheit. Dort kurzes Tief gehabt, Anfang vom letzten Drittel, aber nachher dann der Druck wieder kontinuierlich erhöht. Dann 5 Minuten Verschluss durch den Rüttemann. Die Entscheidung gemacht, 5-2, und dann in der letzten Minute noch einen schönen Angriff von Plus, Moser und Wick, wo dann abgeschlossen hat. Also die, wo auch schon fürs erste Goal in Kooperation verantwortlich gewesen sind. Dann darf ich noch das Schussverhältnis. Wir sehen 15 zu 8 Schüsse, in jedem Drittel mehr Schüsse gehabt. Ja, wir sehen auch in den ersten beiden Dritteln Kasachstan kaum mal vor das Goal kommen. Weniger Schüsse, als ich Goal gemacht habe. Ja, mit dieser Übersicht da danke ich euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch morgen wieder dabei. Morgen geht es gegen Lettland. Und bis dahin, tschüss miteinander.